Liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner, hallo und herzlich willkommen zu unserer Matchday-Warm-Up-Show vor dem Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Heute wollen wir auch ein bisschen noch über das vergangene Spiel sprechen. Würde ich sagen, die beste Saisonleistung unserer Hertha gegen Eintracht Frankfurt. Wir wollen aber allen voran auch über die Gladbacher sprechen. Was machen sie gut? Was machen sie schlecht? Wie können wir sie knacken? Und ich spreche darüber heute natürlich nicht alleine, sondern mit einem ganz besonderen Mann, der Folgendes über seine Beziehung zu Hertha sagte, und das geht runter wie Öl. Der Wechsel nach Berlin war einer der besten sportlichen Entscheidungen in meiner Karriere. Auch noch heute spüre ich eine ganz besondere Verbindung zum Club und zu den Fans. Jedes Mal, wenn ich als Zuschauer das Olympiastadion betrete, bekomme ich Gänsehaut und sage voller Stolz, die Hertha ist und bleibt mein Verein. Herzlich willkommen, Marco Rehmer. Schön, dass du hier bist. Ja, danke schön für die Einladung. Ich kriege nach diesem Zitat Gänsehaut. Das fand ich echt toll. Ja, es ist auch wirklich auch so. Ne? Also es ist einfach, natürlich ist jetzt aktuell die Situation so ein bisschen ruhiger am Stadion, leider. Aber ich hoffe, dass es bald wieder so 60.000, 70.000 wieder am Stadion sind. Und dann ist einfach die Stimmung überragend. Und für mich war es damals wirklich eine Entscheidung. Ich hatte Angebote aus dem Ausland und die kamen für mich dann nicht in Frage. Ich wollte wieder zurück in meine Heimatstadt, nach Berlin und zu Hertha. Und ich habe alles richtig gemacht. Und bist bis heute noch eng verbunden und deshalb sitzt du ja auch hier. Und wir wollen heute natürlich über unsere Hertha sprechen. Und ich fasse mal zusammen, Platz 13, 9 Punkte, 3 Saisonsiege. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, ich glaube letzte Woche mitunter die beste Saisonleistung. Das Verletzten-Lazarett, das lichtet sich, jetzt kommen die Jungs wieder zurück. Was geht dir, Marco, derzeit durch den Kopf, wenn du an Hertha BSC denkst? Ja, ich sag mal so ein schlafender Riese. Ja, weil wirklich so viel Potenzial zum einen im Verein steckt und natürlich auch in der Mannschaft. Und du hast es richtig gesagt, wenn jetzt so die ganzen Spieler jetzt erstmal wieder zurückkommen, Pal auf einen kompletten Kader zugreifen kann, ich glaube, dass da auch noch einiges möglich ist. Wie gesagt, der Start war jetzt natürlich jetzt nicht so glücklich. Aber man hat jetzt auch schon im letzten Spiel gerade gesehen, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Und wie gesagt, wenn dann noch der ein oder andere Spieler nochmal nachkommt, ich glaube, da ist noch einiges machbar. Klar, wie gesagt, international wollen wir alle dabei sein. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal, sich im Mittelfeld zu festigen über die Saison mit Blick nach oben und dann sukzessive Jahr für Jahr schauen. Erster Schritt in die richtige Richtung ist getan worden letzte Woche. 3 wichtige Punkte im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt, ja auch eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial, die sich ja aber auch noch findet. Was waren deine Erkenntnisse nach dem Spiel? Was hast du aus diesem Spiel rausgezogen? Ja, du hast es schon richtig gesagt. Es war auf jeden Fall ein enorm wichtiges Spiel. Ich glaube, jetzt nach der Pleite zu Hause gegen Freiburg, wo wir dran waren, wo wir jetzt so ein bisschen für meines Erachtens noch ein bisschen zu ängstlich gespielt haben, haben wir es in Frankfurt wirklich überragend gemacht, richtig gut gemacht, aggressiv gespielt, mutig gespielt. Ich fand auch die Systemumstellung richtig, dass wir mal zum 4-2-3-1, 4-3-3 kommen. Dadurch hatten wir viel mehr Zugriff im Mittelfeld, waren viel präsenter und einfach aggressiver, haben gut über die Flügel gespielt. Also in dem Spiel haben wir wirklich alles richtig gemacht, bis auf nach dem 1-0 hätte man eigentlich schon eher 2-0 machen müssen. Dafür hatten wir Riesenchancen gehabt, aber das kommt auch noch. Die Länderspielpause wurde ja genutzt, hat Pal Dardai gesagt. Manche Trainer sagen ja, boah, die Länderspielpause, gar keine Lust drauf. Er hat gesagt, die hat uns gut getan. Weil wir haben uns zusammengesetzt und haben eben diese Anpassung, die du gesagt hast, zurück zur Viererkette, im Mittelfeldpressing agiert. Und jetzt haben wir so viel schon über das Spiel gesprochen. Lass uns doch mal eine Szene aussuchen aus dieser nahezu perfekten ersten Halbzeit, die Pal Dardai gesagt hat. Habe ich eine Szene aus der 11. Minute. Marco, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen kommentieren. Da sehen wir ganz schön das Mittelfeldpressing. Ja, genau. Wir standen viel tiefer und da sehen wir auch ein bisschen die Verzweiflung der Frankfurter. Vielleicht kommentierst du gerne. Genau. Ja, wir machen es sehr gut, immer ballnah verschieben, lassen wenig Möglichkeiten dem Innenverteidiger. Wenn er nach vorne reingespielt, sind wir aggressiv dort. Hier sieht man auch, mit was für einem Tempo wir da raufgehen. Auf den Ballführenden, der wirklich nicht zur Ruhe kommt, nicht in Ruhe gucken kann, wo meine offensiven Spieler stehen.
und eigentlich nur noch den Weg nach hinten haben. Und das machen wir in der Situation perfekt. Kurze Wege, also wirklich nicht, das ist auch nicht anstrengend in dem Fall. Es ist immer nur ein Sprint über 3, 4, 5 Meter. Aber wichtig ist, dass man es auch kompakt macht, ne? Dass wirklich alle zusammen mitarbeiten. Und das sieht man in der Situation hervorragend. Und das hat, wie gesagt, gegen Frankfurt richtig gut geklappt. Man sieht ja hier auch so immer so ein bisschen, dass die Mittelfeldlinie wirklich so die rote Linie ist. Wenn der Ball über die Mittelfeldlinie kommt, dann wird drauf gepresst. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe unter der Woche mit einem Kollegen darüber gesprochen und der sagte zu mir, dieses Spiel erinnert ihn ein bisschen an Pals erste Amtszeit. Hohe Kompaktheit, gutes Verschieben, extrem stark gegen den Ball in diesem 4-4-2, was aus dem 4-2-3-1 werden kann. Hast du es auch so gesehen? Ja, absolut. Aber was vielleicht noch das Entscheidende ist, Pal war ja immer so ein Defensivspezialist. Also ich habe auch gerne mit Pal gespielt, weil er auch wirklich dann auch aggressiv dort agiert hat, auch Kommandos gegeben hat. Und es war mit Pal zu spielen, war immer gut. Aber was mir noch gefällt, ist, dass man jetzt nicht nur guckt, dass man defensiv gut steht, sondern eben halt auch die Aktionen nach vorne sucht. Ja, auch schnell nach vorne sucht. Ich glaube, das war immer so ein bisschen das Problem. Das sieht man auch beim zweiten Tor. Hast du noch da? Natürlich. Ist ja Wahnsinn. Hier, da sehen wir nämlich, wir lösen uns aus dem Angriffspressing der Frankfurter. Aber das Entscheidende ist jetzt in der Situation, wenn jetzt der Ball rüberkommt zu Maxi. Gleich erstmal Sensationspass. Die Frankfurter versuchen Druck zu machen, wir kommen gut raus. Aber jetzt haben wir eine Situation, dass Maxi jetzt eben halt nicht wieder guckt, Serdar kommt jetzt hier noch mit, er könnte den Pass auch quer spielen. Nein, er sucht den Pass nach vorne rein. Du meinst hier, ja? Genau, er könnte hier noch zum Serdar spielen. Mhm. Ja, also, dass wir auch die offensive Aktion schnell suchen, dass wir wirklich den Ball vorne rein, weil dort ist es gefährlich. Und der Pass war natürlich in dem Falle überragend. Klar muss man auch die Mitspieler dazu haben, also die Stürmer müssen auch bereit sein, diesen Weg dort reinzumachen. Ja. Und in dem Fall war es denn so und der Pass von Maxi war überragend. Aber wie ich schon sagte, wir waren mutiger als die Spiele zuvor. Wie gesagt, normalerweise macht er vielleicht den Querpass zu Serdar und es ist eine ganz andere Situation. Frankfurt kann sich wieder ein bisschen mehr sammeln und dann passiert vielleicht nicht das 2-0. Wenn man in dieser Situation, was mir auch aufgefallen ist, Isak Belfodil, wenn wir ihn gleich mal sehen, der hier gleich in der Situation, hier sehen wir ihn hier vorne, geht erst tief, will sich anbieten und jetzt reagiert er direkt diese Umschalt. Und im Vollsprint läuft er mit und bindet gleich im Zentrum zwei Spieler. Genau, das ist ja das, was ich sagte. Also zum einen natürlich, wie gesagt, der Pass rüber zu Maxi oder wie wir uns da rausgespielt haben, war sehr gut, der Pass zu Maxi. Aber die Stürmer müssen auch bereit sein, diese Wege, diesen Sprint dort reinzumachen. Also das ist eine Situation, drei, vier Spieler müssen die erkennen. Und in dem Falle war es wirklich so, dass wir, ich glaube auch, dass es vielleicht so ein bisschen mitgegeben wurde von Pal, seid mutiger, spielt mutiger vorne rein, nicht immer viel zu viel quer, wir wollen Tore machen, wir müssen Tore machen. Und wenn du jetzt unsere vergangenen Tore anguckst, auch schon gegen Freiburg, Maxi auch schon mit dem Assist auf Christoph Piontek, auch über die Außen gespielt, jetzt beide Tore gegen Frankfurt auch über die Außen. Hattest du das Gefühl, wir sind immer noch die Mannschaft mit den wenigsten Flanken in der Liga? Ich glaube 38. Jetzt sind wir dreimal zum Torerfolg gekommen über die Außen. Wir haben zwei Abschlussspieler in der Box mit Piontek und Davy Selke. Ist das vielleicht auch ein Ding, was wir jetzt besser machen und deshalb auch ein bisschen erfolgreicher Fußball spielen? Absolut, absolut. Aber auch das ist auch vielleicht jetzt auch gerade jetzt dem System geschuldet. Mhm. Also weil wir umstellen auf ein 4-3-3. Haben wir natürlich mehr Spieler auf den Flügeln, also mehr Anspielmöglichkeiten auf den Flügeln. Ja, und dadurch, wie gesagt, auch entstehen automatisch oder mehr Flanken. Und die Frankfurter haben mit der Dreierkette agiert. Ich glaube, die Gladbacher spielen auch mit der Dreierkette. Also wäre es wieder ein adäquates Mittel. Du hast jetzt die Gladbacher schon angesprochen, mit Neutrainer Adi Hütter, der jetzt so ein bisschen dieses Frankfurt-System in diesem 3-4-3 etabliert hat, ja auch eine sehr durchwachsene Saisonleistung bisher, haben jetzt aber starke Spiele gegen Borussia Dortmund, gegen Wolfsburg gemacht, aber auch eben gegen den FC Augsburg verloren. Das gehört immer auch zur Geschichte. Ja. Wie würdest du das Leistungsspektrum bei den Gladbachern derzeit einschätzen? Ja, ich glaube, dass sie schon so ein bisschen Probleme hatten mit der Systemumstellung. Aber wie du es auch selber richtig gesagt hast, kommen sie jetzt langsam in Tritt zum schlechten Zeitpunkt für uns vielleicht. Werden natürlich auch mit einer breiten Brust hierher kommen. Haben jetzt auch nicht so schlecht zu Hause gegen Stuttgart gespielt, haben sich viele Torchancen erarbeitet. Da müssen wir halt aufpassen. Wir dürfen den Gladbachern nicht zu viel Raum geben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Wir haben es in Frankfurt teilweise, fand ich ganz gut, dieses Timing zwischen mal Angriffspressing zu machen
oder das Mittelfeldpressing. Es hat sehr gut funktioniert. Gerade in der, ich glaube, eine Chance war von Piatek, der dann den Ball übers Tor geschossen hat, wo wir vorne drauf geblieben sind. Da müssen wir halt aufpassen. Wenn die Gladbacher sich da rausspielen können, sind sie gefährlich mit ihren, ne, mit Stindl, Hoffmann, Embolo, genau. Ja, da müssen wir aufpassen. Also ich glaube, den Gladbachern liegt es eher weniger, wenn wir eben ähnlich wie wir es jetzt in Frankfurt gemacht haben, oder eigentlich am besten genauso wie wir es in Frankfurt machen, Mittelfeld stehen, gut kompakt stehen, Pressing, wenig Raum anbieten. Ich glaube, dann nehmen wir so ein bisschen ein bisschen die Stärke der Gladbacher. Also würdest du sagen, Gladbacher kommen lassen, wir ein bisschen tiefer? Würde ich sagen, ja. Okay. Ja, also wie gesagt, ich würde ganz gerne auch, man spielt ja mal vorne einen Ball rein und sagt, jetzt komm, jetzt bleib mal drauf. Also da muss ganz klar mal ein, zwei Kommandos kommen, vielleicht von Niklas hinten oder von Darida oder Askar Sibar. Also einfach mal ein Kommando, wir bleiben jetzt mal vorne drauf. Also ich glaube, dieses Wechseln ist ganz wichtig, weil die Mannschaft stellt sich auch irgendwie drauf ein. Und wenn man dann mal ein Angriffspressing macht und mal wieder ein Mittelfeldpressing, ich glaube, das ist ein gutes Mittel. Und wie ich schon sagte, Gladbach tut sich schwer. Ja, wenn sie selber, oder wenn sie wenig Raum haben und wenn sie das Spiel machen müssen. Du hast es schon angesprochen, gegen Stuttgart hatten sie, glaube ich, 31 Torschüsse. Der höchste Wert in einem Bundesligaspiel. Und woran das in etwa gelegen haben könnte, habe ich mal eine Szene rausgesucht. Sie haben eine enorme offensive Ausrichtung, dass sie nahezu mit 10 Mann in der gegnerischen Hälfte sind. Ja. Und eben nicht nur die Stürmer einbinden in den Torabschluss, sondern wir sehen jetzt eben auch hier, jetzt sehen wir erstmal mit 10 Mann nur einen in der Restverteidigung. Das könnte auch unsere Chance sein, oder? Wenn wir auf unser Umschaltspiel setzen, den Ball erobern. Ja, auf jeden Fall. Aber in dem Fall ist es ja auch so, dass Stuttgart ja wirklich auch mit allen Mann auch hinten drin steht. Mhm. Also wenn man da natürlich dann vielleicht noch einen hier vorne hin orientiert, ne, dann ist es natürlich eine 1-gegen-1-Situation, da muss Gladbach auch anders reagieren drauf. Ja. Also in dem Fall ist es so, dass wirklich alle Stuttgarter auch wirklich eng beieinander stehen. Und von daher, das ist ja das, was ich sagte. Also diese offensive Power, das ist die Stärke von Gladbach. Aber wie gesagt, wenn wir den Ball da relativ schnell erobern und in dem Sprint, wie wir es jetzt beim 2-0 gemacht haben, nach vorne durchziehen, dann haben wir natürlich unsere Möglichkeiten. Hier bei der Chance der Gladbacher eventuell ein bisschen aufregend zu sehen, dass zwei Innenverteidiger diese Kombination machen. Das ist Jordan Bayer, der auf Matze Ginter legt und der einfach mal abzieht. Also die fackeln nicht lange und sind extrem gefährlich vor der Box. Auf wen kommt es da an bei uns? Ja, ich denke, wie ich schon sagte, also auf jeden Fall müssen wir in der Defensive wieder ordentlich stehen, wie wir es gegen Frankfurt gemacht haben. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wirklich nah am Mann dran zu sein. Also sagen wir, Darida, Askar Sibar. Ich glaube, diese zentralen eher defensiveren, ich glaube, da kommt drauf viel Arbeit drauf zu. Aber auch ein Maxi Mittelstädt muss reinrücken, ein Marco Richter muss reinrücken. Ich erzähle schon die Aufstellung eigentlich schon. Ich bin ganz gespannt, dazu kommen wir nämlich gleich zu deiner Aufstellung. Von daher ist es wirklich wichtig, da als Mannschaft kompakt zu stehen. Und wie gesagt, wir haben eine gute Chance. Ich glaube, dass wir auch mit einer breiten Brust ins Spiel gehen können. Und Gladbach, es war auch gut, dass wir dann ein Zeichen gesetzt. Ja, wir können auch in Frankfurt gewinnen. Und sie werden jetzt auch nicht einfach so herkommen und sagen, hey, das machen wir schon mal so. Die Gladbacher haben ja auch ein neu formiertes Mittelfeld mit Manu Kone und Dennis Zakaria. Florian Neuhaus und Christoph Kramer sind rausrotiert, Kramer jetzt verletzt. Mhm. Und wir haben mal eine Szene rausgesucht vom Stuttgart-Spiel, auch das Tor von Mavropanos. Mhm. Und da sehen wir, dass Manu Kone und Dennis Zakaria noch nicht so die perfekte Abstimmung haben, wenn es ums Verteidigen vor der Box geht. Das könnte auch eventuell ein Schlüssel für uns sein, da reinzustoßen. Schauen wir mal auf die Szene von Stuttgart. Ja. Und da sehen wir hier, du hast es gerade angesprochen, Maxi Mittelstädt muss eventuell mal einrücken. Ja. Wir sehen hier Borna Sosa, der von der Außenposition eingerückt ist, damit hier mal komplett für Chaos sorgt, weil Dennis Zakaria, Lars Stindl und Manu Kone alle auf ihn draufgehen. Genau. Ne? Und man schafft damit eine Überraschung, sagt, Mensch, wo kommt denn der auf einmal her? Ja. So ungefähr. Und da fehlt die Zuordnung und in dem Falle war es einfach ganz klar, einfach zu viel Platz und ich glaube, es waren jetzt so 20, 25 Meter vorm Tor, da muss man näher dran sein. Und es war natürlich jetzt in dem Falle schlecht gemacht von Gladbach und gut ausgenutzt von Stuttgart. Maxi Mittelstädt. Natürlich ein überragender Schuss. Ja, man muss dazu sagen. Aber das sind auch Sachen, die wir uns auch mal trauen müssen. Ja, also einfach mal auch mal, vielleicht mal aus 20, 25 Meter auch mal schießen. Ja.
Mavropanos ja schon gegen Hoffenheim mit einem Dribbeltor und jetzt auch schon, ich glaube, er hat schon 3 Saisontore. Also der ist richtig on fire. Wenn wir nochmal auf uns gucken, ich habe mir nochmal unsere Gegner angeguckt und was mir aufgefallen ist, 5 dieser Gegner, also wir haben gegen Köln, Wolfsburg, Bayern, gegen Leipzig und Freiburg gespielt. Das sind 5 Mannschaften, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte stehen. Gegen die haben wir verloren. Und gegen Fürth und Bochum und Frankfurt, die wir jetzt eher im unteren Tabellen, in der unteren Tabellenhälfte ansiedeln müssen, gegen die haben wir gewonnen. Diese Muss-Spiele haben wir gewonnen. Was machen wir jetzt damit? Wo ordnen wir uns denn jetzt ein und wie können wir uns denn jetzt vor dem Gladbach-Spiel einordnen? Ja, ich würde dann aber trotzdem Bayern und Leipzig nochmal rausnehmen, weil wir da wirklich auch uns aufgegeben haben. Ja, also das darf nicht passieren. Also wenn man jetzt Spiele verliert, dann ist es so. Aber man muss sich wehren und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Leipzig war an dem Tag einfach auch wirklich zu stark, einfach, wir waren einfach immer 1-2 Schritte zu spät. Aber ich denke mal, dass wir da jetzt nicht irgendwo zurückgucken sollten, sondern eigentlich so diese Spiele jetzt sagen wir gegen Frankfurt absolut jetzt als Maßstab nehmen können und auch sollten. Wie ich es aber vorhin schon sagte, ich glaube, dass wir uns sukzessive nach oben arbeiten können und auch werden, davon bin ich überzeugt. Wichtig ist, dass wir mal eine gesicherte Saison spielen, was auch wichtig ist, auch für die Planung für die nächste Saison, auch vielleicht ein bisschen leichter für Freddy ist. Ja, wenn man wieder gegen Abstieg spielt, man will ja vielleicht Spieler holen, dann ist man vielleicht dann im Abstiegskampf, die wissen nicht genau, schaffen sie es nicht. Also ich glaube, eine solide, sichere Saison, so Richtung Platz 8, 9, ich glaube, das wäre mal ganz gut. Und wie gesagt, sukzessive, habe ich schon gesagt, kommen wir weiter nach oben. Wie viel Aussagekraft hat Tagesform im Fußball? Das hat ja Paul Dardai am Donnerstag in der PK immer mal wieder angesprochen. Tagesform, wir hatten eine gute Tagesform gegen Frankfurt. Wie viel ist denn das tatsächlich Tagesform? Oder ist das vielleicht auch einfach nur gute Vorbereitung? Ja, beides mit Sicherheit. Also es ist wichtig. Du machst eine gute Vorbereitung im Sinne von, du stellst dich gut auf ein, du machst eine gute taktische Vorbereitung, ein gutes Training, nicht zu viel im Training, ist ja auch immer wichtig. Dafür hat man ja eigentlich die Vorbereitung. Und natürlich auch Ernährung ist ganz wichtig, ein guter Schlaf. Ich glaube, dass das dann eher in die Richtung Tagesform geht. Also habe ich dann gut geschlafen, mich gut ernährt. Ich glaube, die Basis schaffst du in der Woche vorher, ja, also in den Tagen, wo du trainierst. Und am Spieltag, ja, da stehst du auf und sagst, boah, heute bin ich gut drauf. Und du merkst es aber auch, die Stimmung in der Mannschaft, wenn du zum Spiel fährst, wenn alle fokussiert sind, ich glaube, dann kann man von der Tagesform auch sprechen. Wie war das bei dir mit dem Schlaf, wenn du jetzt daran denkst, Topspiel 18:30, 25.000, Flutlichtspiel, wie war das bei dir mit dem Schlaf? Es gibt ja also nichts Herrliches als Flutlichtspiel. Also das muss ich schon mal dazu sagen. Also das ist natürlich schon mal wirklich, also da freue ich mich auch schon morgen und auch selber als Zuschauer, ja, wirklich dann dieses Stadion wieder zu sehen, wenn es beleuchtet ist. Was ich halt nicht so mochte, waren immer eher so die Abendspiele, weil sich der Tag, der zieht sich dann immer wie so ein Kaugummi. Also das war immer so ein bisschen, wo du sagst, ja, schlafen, dann Mittagessen, dann gehst du vielleicht noch irgendwo noch spazieren und machst eine kurze Einheit, dann legst du dich wieder mittags hin. Ich war jetzt auch nicht so ein Freund vom Mittagsschlaf, also das war nicht so mein Ding. Und von daher, ich liebte natürlich Flutlichtspiele, aber der Tag bis zum Spiel, das hat sich immer gezogen. Aber man freut sich dann einfach, dann rauszugehen ich glaube, diese Anspannung ist ja dann eigentlich weg, wenn man dann auf dem Rasen steht. Lass uns noch mal in ein Statement von Paul reinhören, von der PK, wo er über diese Tagesform und generell die aktuelle Verfassung seiner Mannschaft gesprochen hat. Und ich glaube, wir können zuversichtlich sein, wenn wir diesen Worten von Paul Dardai mal lauschen. Wir hören mal rein. Ich glaube, damit habe ich nicht Überraschung erzählt, ja, weil wenn jemand würde unsere Saison ein bisschen beobachten, taktisch, ja. Auch als Journalist lohnt sich ein bisschen nachzusehen vielleicht, auch von Verletzung her, auch von Stabilität her, auch die Mannschaft, wie weit war, wie auseinander war, und dafür brauchst du Zeit. Und auch gegen Freiburg, sage ich nochmal, obwohl die Spiele verloren haben, ja, wir haben schon sehr stabil ausgesehen, keine Großtorschance von den Gegnern, auch jetzt letzte Wochenende. Und die Mannschaft, zwischen die Mannschaft teilen, Defensiv, Mittelfeld, Sturm. Der Abstand ist richtig kurz jetzt, richtig
viele Dinge eingestellt. Es war sehr viel Analyse, sehr viel Video, sehr viel Korrektion auch im Training. Aber das hat auch einige Spiele gedauert, ja, dass alles steht. Und erstmal wollen wir das weiter beherrschen. Dann schauen wir, wie lange sind wir damit auch erfolgreich. Und natürlich, dann gibt es immer einen nächsten Schritt. Ja. Aber erstmal die Spielweise, was wir gezeigt haben, wo wir so hart gearbeitet haben, jetzt Woche lang, und hat funktioniert, das erstmal nochmal bewiesen, dass wir das können. Und dann können wir über den nächsten Schritt wieder reden. Aber dafür brauchst du Gesundheit, dafür brauchst du auch die neue, alte Spieler, Harmonie, wer mit wem funktioniert, die ganze Paarung. Und das kommt mit der Zeit. Ja? Und ich bin jetzt nicht hier, irgendwas erzählen, was und was kommt. Immer die nächste Woche, jetzt das erste Ziel. Ja, natürlich punkten, das ist das Wichtigste, aber auch optisch so auszusehen wie die letzte Woche. Marco, Paul hat von Harmonie gesprochen. Er hatte Zeit. Er hat ja auch vor ein paar Wochen immer von zweiter Vorbereitung gesprochen. Glaubst du, dass das Frankfurt-Spiel jetzt langsam auch so die Früchte seiner Arbeit trägt, dass er langsam alle Spieler wieder zur Verfügung hat und jetzt seine Puzzleteile zusammenfügt? Absolut, absolut. Das ist ja auch das, was wir am Anfang gesagt hatten. Also, dass er jetzt wirklich ich glaube, jetzt hatten wir in den ganzen Pflichtspielen mit dem Pokalspiel, ich glaube, 27 Spiele hat Paul eingesetzt, wenn ich richtig informiert bin. Okay, ja. Also da kriegst du ja nie irgendwo so ein bisschen so einen Rhythmus rein in die Mannschaft. Du findest nie so richtig so einen Stamm von der Mannschaft. Wenn du mal irgendwo mal ein, zwei, drei Spieler austauschen musst, wegen einer Verletzung oder wegen einer gelben Karte, wegen einer Sperre, dann ist es vielleicht noch machbar. Aber wenn du in der Abwehr also jedes Mal umstellen musst, du musst im Sturm, im Außen, da kommt nie so richtig, wie es Paul sagt, Harmonie rein. Und von daher ist es schon enorm wichtig, dass jetzt alle wieder am Deck sind. Und wie gesagt, ich schaue da auch sehr zuversichtlich dann in die Zukunft. Ich glaube, Paul konnte noch nicht einmal mit derselben Startelf auflaufen. Es gab immer wieder Veränderungen in der Startelf. Jetzt interessiert uns natürlich aber alle brennend deine Startelf für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Deshalb stehen wir hier an dieser Tafel. Ja. Und das sind deine Jungs. Und ich würde sagen, du legst los und du erklärst auch, warum wer wo spielt. Ich glaube, da mache ich es ganz einfach. Mach einfach. Jetzt bin ich gespannt. Weil ich glaube, ich würde, also als Paul, ich als Trainer, würde da jetzt nicht viel ändern. Komplett selbe Startelf. Komplett selbe Startelf. Na dann, go. Wirklich, weil die haben es wirklich hervorragend gemacht und natürlich ist es tagesformabhängig, haben wir gelernt. Genau so. Aber ich würde, wie gesagt, wenn alle fit sind und wenn alles passt, würde ich das so lassen. Boyata und Stark Innenverteidigung passen sehr gut zusammen. Auch ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr Pekka. Sehr gut, sehr, sehr aggressiv, defensiv gut gespielt nach vorne. Wo haben wir denn jetzt? Hier ist Maxi und da ist Platte. Platte würde ich auch lassen. Wie hat dir die linke Seite gefallen mit Platte und Maxi? Ja, sehr gut. Also es war ja auch immer so ein bisschen das Thema, warum auch Paul auch Maxi rausgenommen hat. Wie ich es vorhin schon sagte, den Pass, den spielt er, weil er sich wieder was traut, weil er mutiger ist. Der war auch beide so ein bisschen, manchmal so ein bisschen mehr so defensiv gedacht. Ich spiele lieber in sich im Querpass als den aggressiven Pass nach vorne oder den offensiven Pass. Und das hat mir jetzt in der Situation sehr gut gefallen. Die haben schon sehr oft zusammen gespielt, verstehen sich sehr gut. Der eine geht mal, dann weiß der andere, okay, ich muss bleiben. Also das hat mir sehr gut gefallen und darauf lässt sich aufbauen. Und wie ich schon sagte, mutiger nach vorne spielen, Maxi wie Platte, dann passt das wunderbar. Maxi ja gegen Fürth aus dem Kader gestrichen worden und hat auch unter der Woche gesagt, da hat es bei ihm Klick gemacht. Ja. Paul hat ihn ja mal zur Seite genommen, hat gesagt, ich will wieder meinen alten Maxi zurück. Sind ja U17 deutscher Meister geworden und hat ihm genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, mutiger sein. Und jetzt hat er schon 2 Assists, ja. Also eine schöne Geschichte. Ja. Und das ist wirklich, also klar muss man, ist es auch mal ein bisschen abhängig, auch ein bisschen von der Situation in der Mannschaft. Es spielen viele Sachen eine Rolle, aber wie gesagt, er kann viel mehr, als wie er es am Anfang der Saison gezeigt hat. Und jetzt ist er wieder auf einem sehr guten Wege. Genau. So, dann natürlich, da ist er noch, der Rieder. Auf jeden Fall, ich würde... Würdest du ihn auf die 10? Er hat ja dann eher auf der 10 gespielt. Nein, ich würde mit einem 4-3-3 spielen. Also ich würde... Okay. Also auf eine 8er. Genau. Mhm. Auf der 8er. Wir müssen ein bisschen mehr ausnutzen hier. Serra, auf der anderen Seite, Askasibar würde ich defensiv machen, genau. Was Maxi, ist der Vorteil an Kertik. So einem 4-3-3? Ja, du bist viel präsenter. Also
Wenn ich nach dem Gegner schaue, ich spiele meistens mit einem Stürmer. Da brauche ich jetzt nicht drei Abwehrspieler da hinten binden für einen Stürmer. Da habe ich jetzt starken Boyata gegen Imbolo. Das passt körperlich sehr gut. Hab dann über die Außen, wenn jetzt mit Hoffmann, also ich glaube, die tauschen auch immer sehr viel mit Hoffmann und Stindl, genau. Ja, die sind sehr wichtig. Also da muss man gucken, dass man auch, Asghar Sibar ist in dem Falle sehr wichtig. Es sind Spieler, die auch die tödlichen Pässe spielen können. Ja, und dann ist es immer gefährlich. Also wenn man Stindl hier in dem Raum oder in Hoffmann zu viel Platz hat, dann ist es immer gefährlich. Dann ist es immer schwer, auch für die Abwehr, für die Innenverteidiger, wirklich so ein Imbolo zu stoppen. Und wenn der mit Tempo kommt, ja, das wird sag mal, auch so ein Schlüsselpunkt werden jetzt im Spiel gegen Gladbach. Also meinst du keine Doppelsechs, weil ja Hofmann und Stindl sich oft jetzt in den Ball brauchen? Nein, das kann man sich gut aufteilen hier mit dem. Alles klar. Sich gut aufteilen. Okay. Ja, also wenn der Ball verschoben wird, dann schiebt er eh alles hier rüber. Okay. Ja, von daher brauchst du da nicht zwei Defensive. Klar, wie gesagt, es ist alles natürlich so ein bisschen, man kann auch relativ schnell auch im Spiel dann sagen, okay, pass auf, der Reda schiebt dich zurück. Ich wollte gerade sagen, das sind 10 Meter, ja, ne? Genau, also von daher ist es, da kann man auch schnell handeln. Okay. Dann fehlt mir noch unser Torschütze, richtig. Ja, sein erstes Tor in Blau-Weiß geschossen. Sehr gut gemacht, klar, gut reingelaufen in den Raum. Torgefährlich und Aktion nach vorne, ja, defensiv. Ja, wie gesagt, diese Seite passt sehr gut. So würde ich, ja, ich würde es never change the winning team. Also von daher, ich würde es so lassen und würde der Mannschaft wieder das Vertrauen schenken. Und wie gesagt, die hat es sehr gut gemacht. Und du hast es ja eben schon gesagt, endlich mal die gleiche Formation das zweite Mal. Dem habe ich gar nichts entgegenzusetzen, Marco. Ich finde, das ist sehr schlüssig und hoffen wir, dass das auch sehr erfolgreich ist. Ja, das wäre immens wichtig, auch mal 2 Siege am Stück. Da hast du eine breite Brust, mehr Selbstvertrauen und da kannst du tabellarisch auch noch was machen, weil alles sehr eng beieinander ist. Ne? Genau. Du bist auch im Stadion, ich bin auch im Stadion. Ihr seid hoffentlich auch im Stadion oder vor den Bildschirmen mit dabei. 18.30 Uhr, Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das war die Matchday-Warm-Up-Show mit dem wunderbaren Marco Rehmer. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und dann hoffen wir auf ein erfolgreiches Spiel und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.